Hallo meine Lieben, ich bin's euer Thomas, aka Sparkoyote. Heute geht's in diesem Video um meine schulische Laufbahn, meine Ausbildung und die zweieinhalb Jahre Berufserfahrung, die ich gemacht habe. Bevor wir aber mit dem Thema beginnen, möchte ich erwähnen, dass etwa 60% von euch, meine Lieben, noch nicht ins Finanzrudel gehören. Das könnt ihr unten ändern, indem ihr auf den Abo-Button drückt und die Glocke betätigt, um keine Videos mehr zu verpassen. Fangen wir also an. Wie war das Ganze mit meiner Schullaufbahn, Ausbildung und eben diese Berufserfahrung nachher schlussendlich? Ich war ganz normal in den 9 Jahren Schule, also ich habe ganz normal Primarschule, das ist 1. bis 6. Klasse, dann Sekundarschule Niveau A, das ist dann 7. bis 9. Klasse gemacht und danach bin ich dann in die Ausbildung. Und ich habe ja, wie einige schon wissen, eine IT-Ausbildung gemacht, der spezifische Lehrgang Ausbildungslehrgang heißt Informatiker Systemtechnik. Da gibt es auch noch Applikationsentwicklung, aber ich habe die Systemtechnik gemacht. Und also wie funktioniert das Ganze? Was lernt man so ein bisschen dabei? Ist vielleicht auch nicht so trivial, darum möchte ich da auch ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil viele Leute sich das nicht vorstellen können, was man da eigentlich macht, wenn man das halt noch nie gemacht hat. Grundsätzlich, du hast in der Schweiz, ja, wenn du eine Informatiker-Ausbildung machst, jetzt als Systemtechniker, hast du 4 Jahre Ausbildung und im ersten Jahr, also so in den ersten 10 Monaten etwa, da macht man im Prinzip die Grundausbildung und da macht man eigentlich nur Schule im Prinzip. Das heißt, du hast dann 3 Tage solche Module, die sind dann nummeriert, das ist so ein wirklich ein Standard. Das sind wirklich nur, also das eine Modulnummer, zum Beispiel Modulnummer 100, ist dann dieses Thema und es ist dann schweizweit überall das gleiche Modul mit einer ziemlich ähnlichen oder sogar auch gleichen Prüfung in dem Sinn. Und das heißt, du hast dann wirklich das erste Jahr praktisch nur diese Module, 3 Tage die Woche, ja, bei mir war das. Und dann hast du noch 1 Tag Berufsschule, ja, da lernst du auch wieder Module, da hast du dann vormittags 4 Stunden ein Modul und dann nachmittags auch nochmal ein anderes Modul jeweils. Und dann am zweiten Schultag, ja, da hast du eine ganz normale Schule, in dem Sinn Mathematik, Deutsch, also all die ganz normalen Fächer. Und ich hatte da halt die weiterführende Schule, die Berufsmaturitätsschule, dass ich da auch die Berufsmatura parallel dazu mache. Das bedeutet, ich kann jetzt immer noch, weil ich die Berufsmatura abgeschlossen habe, eigentlich studieren gehen, wenn ich möchte, ja. Aber wenn man diese Matura nicht hat, muss man die nachholen und erst dann kann man dann schlussendlich studieren gehen, genau. Aber grundsätzlich, das heißt, das erste Jahr ist wirklich nur Grundausbildung und da hast du dann wirklich ganz viele Module, die teilweise eine Woche gehen, ein paar gehen 3, ein paar gehen 4 Wochen, ein paar gehen nur 2 Wochen und da hast du dann wirklich praktisch das ganze Jahr lang nur Module und lernst dann einfach alle Grundlagen, Office, HTML, CSS, je nachdem, also ganz viele verschiedene Sachen, Hardware-Module, da hast du auch Server-Aufsätzen, da hast du Windows-Module, Unix-Module, Linux-Module, also da hast ganz viele verschiedene Dinge, muss man sich vorstellen. Und dann, danach, nach dieser Grundausbildung kommt man, oder bei mir war das so, kommt man ins erste Team und hat dann den ersten richtigen Einsatz, wo man dann wirklich praktische Dinge macht. Und dann bei mir war das im Support, wie bei allen anderen auch. Das heißt, da lernst du erstmal Kundenkontakt über Telefon zu regeln und oder Probleme zu lösen mit einem Ticketing-System und so weiter. Relativ easy eigentlich das Ganze. Und bei mir war das dann leider so, ja, ich hatte relativ Pech bei der Einteilung, weil wir haben alle 6 Monate dann gewechselt. Ich war dann 2-mal hintereinander beim Support, ja. War nicht so doll, aber die Leute, die ich dann dort kennengelernt habe, das war eine coole Sache natürlich. Hab mich gefreut, schlussendlich dann bin ich weiter, sozusagen habe ich mir einen eigenen Ort sozusagen gesucht, weil mich das einfach genervt hat, dass ich da 2-mal im Support war und habe dann jemanden angefragt, den ich da auch gekannt habe und habe dann da für Citrix, ja, vielleicht kennen das einige, es ist so eine Netzwerklösung, auch Virtualisierung von Apps und so weiter, habe ich da ein halbes Jahr lang gearbeitet, sehr, sehr interessante Sache gewesen, also sprich im Netz, also ja, Netzwerk, Citrix-Bereich gearbeitet für ein halbes Jahr in dem Sinn, hatte da auch ein eigenes Projekt schon, war dort natürlich immer noch in der Ausbildung und dann danach habe ich mir dann tatsächlich einen Ort rausgesucht, auch dank dieser Person, ja, weil er mir sozusagen auch so ein bisschen geholfen hat, so mentormäßig, was ist gut, was sind coole Bereiche und so weiter. Bin dann als Datenbankadministrator, habe das erstmal testweise sozusagen gemacht, ein halbes Jahr, weil es ist immer wieder ein halbes Jahr den sozusagen der Einsatz und das ist dann immer noch im dritten Jahr gewesen und im vierten Jahr hast du dann einen Jahr einen Einsatz und dann hat mir das sehr gefallen, Datenbankadministrator, am Anfang war das noch MS SQL, also SQL, Microsoft SQL Server
Und bin dann schlussendlich auf Datenbanken geblieben, ja. Und habe da entsprechend auch das letzte Jahr auch dort gemacht in diesem Team. Und im letzten Jahr hast du halt auch deine Abschlussprüfung und alles. Und entsprechend da ist es halt wichtig, dass man da auch das Thema gerne hat, weil dann auch die Abschlussprüfung entsprechend wahrscheinlich dann besser wird, wenn du das Thema gerne hast. Und mir haben Datenbanken immer recht gefallen. Ich habe dann schlussendlich insgesamt zwei Technologien gearbeitet, an MS SQL, also Microsoft SQL, und Sybase, das ist ein SAP-Produkt, ja. Aber die Abschlussprüfung habe ich mit MS SQL gemacht, ja. Und auch die habe ich relativ gut erfolgreich gemeistert, ja. Also da habe ich mir auch Mühe gegeben. Also da bist du dann wirklich schon, vor allem im letzten Jahr, da bist du wirklich schon im Daily Business eigentlich schon recht integriert. Da machst du schon sehr viele Probleme, also da löst du schon sehr viele Probleme, hast teilweise schon eigene Projekte oder eigene Aufgaben und so weiter, Verantwortungen. Und das war natürlich eine sehr, sehr, sehr coole Zeit. Anschließend dann, ja, also die Ausbildung, die ist ja dann abgeschlossen gewesen, habe ja parallel dazu die Berufsmatura gemacht, sprich, dass ich dann jetzt eben studieren könnte, wenn ich wollte, habe die auch erfolgreich abgeschlossen, neben der Ausbildung selber. Und also ich habe beides relativ mit einem guten Schnitt, sage ich jetzt mal, abgeschlossen. Also bei der also nicht bei der Berufs-, so doch bei der Berufsmatura, ja, da waren das, glaube ich, ein 4,8, wenn ich mich nicht recht entsinne, oder 4,7, irgend sowas in dem Bereich. Und dann bei der Ausbildung selber, weil du hast dann wie zwei Noten, ja. Und also bei der Ausbildung selber, die habe ich mit einer 5,5 bestanden, also auch eine sehr, sehr gute Note eigentlich. Und also vielleicht fürs Verständnis nochmal hier, also in der Schweiz ist 6 die beste Note und 1 die schlechteste, also und 4 ist genügend. Das heißt, 4,8 ist noch relativ okay in dem Sinn für die Berufsmatura, und für die abgeschlossene Ausbildung eine 5,5 ist schon relativ gut, oder sehr gut ist es, glaube ich. Im Notenschnitt steht dann, glaube ich, sehr gut. So, und was ist dann danach gewesen? Ich bin dann in diesem Team direkt geblieben, habe die Festanstellung bekommen, habe dann auch eben angefangen, eigene Projekte zu haben, habe dann schlussendlich, ja, das wissen auch die meisten schon, etwa 2,5 Jahre dann Berufserfahrung gesammelt in dem Sinn in diesem Team. Da kommen dann halt auch immer mit der Zeit, wenn man auch eben aus der Ausbildung raus ist, immer mehr Verantwortungen hinzu, Projekte und so weiter. Man wird auch mehr Ansprechperson zu anderen Leuten, die Leute kennen dann einen mehr und so weiter, weil der Name halt auch ein bisschen öfters vorkommt, weil man halt an Projekten arbeitet. Und es war schon eine sehr, sehr, sehr gute Erfahrung, muss ich sagen. Vor allem auch in so einem großen Betrieb, ja. Da lernt man dann schon sehr, sehr, sehr viel, wie das Ganze funktioniert, eben in solchen großen Betrieben, und was für Möglichkeiten man hat und so weiter. Also es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Zeit gewesen. Ich war ja insgesamt in diesem Betrieb 6,5 Jahre, ja. Wenn man die Ausbildung 4 Jahre und dann die 2,5 Jahre Berufserfahrung zusammenzählt, 6,5 Jahre war ich dort. Und da habe ich sehr, sehr, sehr viel, also ich konnte wirklich in dieser Zeit sehr, sehr viele Skills lernen, die ich noch heute brauche, auch hier auf dem Blog oder auf YouTube entsprechend. Sehr, sehr viele Skills halt auch einfach lernen, ja. Und die mir halt jetzt so rückblickend gesehen immer noch sehr, sehr, sehr viel bringen. Und für mich ist das natürlich wirklich eine gute Sache, dass ich so eine Ausbildung abschließen konnte, diese Möglichkeit hatte. Hat ja nicht jeder, aber ich sage jetzt mal so, so eine Ausbildung bekommt man halt auch nicht einfach so, und man schließt sie auch nicht einfach so ziemlich gut ab, sondern da muss man halt auch Zeit, Energie investieren. Und für mich war das ja auch kein Thema. Ich wollte eigentlich die Ausbildung sehr gut abschließen, habe ich dann auch gemacht. Und wohlbemerkt natürlich auch noch, ich habe ja parallel zur Ausbildung auch das Business nach und nach aufgebaut, dann auch mal den Blog gestartet, nach dem oder während der Festanstellung immer noch am Business gearbeitet. Also ich habe da immer so rückblickend gesehen natürlich immer sehr, sehr, sehr viel Energie da reingesteckt, in beides, in die Ausbildung, in die Arbeit und natürlich auch in mein Side-Business, in den Blog und so weiter. Und weil ich da halt einfach irgendwie in allen Bereichen wirklich irgendwie einen Erfolg verspüren will oder wollte oder immer noch möchte, ja. Da ist wahrscheinlich jede Person so ein bisschen anders gestrickt. Aber grundsätzlich, wo stehe ich im Moment jetzt? Ich habe ja im Oktober offiziell den 31. Oktober an Halloween den letzten Arbeitstag gehabt, ja. Und seit dem 1. November in dem Sinn selbstständig mit dem Webshop, ja, Business, Onlinehandel, Merchandise, Trading Card Games und so weiter, und jetzt mittlerweile auch Retro Games und auch dem Blog und YouTube-Kanal natürlich, ja. Und
Da habe ich mittlerweile merke ich halt, ich kann sehr eben, wie schon gesagt, sehr viel Wissen anwenden von dem, was ich dort gelernt habe. Und ich muss halt auch ehrlich zugestehen, dass ich weiß nicht, ob ich jetzt ohne diese Ausbildung und ohne diesen Job so weit gekommen wäre wie jetzt. Das ist natürlich immer so die Frage, weil sehr viel Wissen, das ich halt dort gelernt habe, konnte ich halt in meine Projekte auch anwenden. Also das ist wirklich so eine Sache und darum bin ich auch sehr dankbar, dass ich das Ganze halt machen konnte. Und eben, also ich bereue es nicht, dass ich da irgendwie jetzt weggegangen bin. Ich habe ja freiwillig selber gekündigt und selbst wenn es mich wieder mal verschlagen sollte nach irgendwie, keine Ahnung, 1, 2 Jahren oder so, wenn mir die Selbstständigkeit nicht gefällt und ich möchte in der IT wieder einsteigen, dann ist das alles nicht so ein großes Problem, weil eben, also ich betätige mich ja immer noch ein bisschen IT-mäßig so nebenbei, alleine schon beim Blog, das hoste ich ja alles selber. Und ansonsten wäre es ja halt so ein bisschen, ja, man muss halt wieder reinkommen in das Thema, aber das ist dann nicht so ein großes Thema, weil das ist dann wirklich nur noch Refreshing der Skills, die man eigentlich schon mal gehabt hat. Und grundsätzlich, also ich könnte jetzt sogar auch studieren gehen, wenn ich das möchte. Ich habe ja die Berufsmatura abgeschlossen und ich könnte jetzt ziemlich viele Studiengänge machen, die ich möchte. Man kann nicht alles machen tatsächlich. Dafür müsste man nochmal so eine zusätzliche Prüfung machen, die nennt sich Passerelle. Aber grundsätzlich praktisch alles, was so mit Informatik zu tun hat, könnte ich jetzt schon studieren, wenn ich das möchte. Ob Vollzeit oder Teilzeit ist eigentlich egal. Das kann man dann immer selber entscheiden, je nachdem, wie es finanziell passt. Das heißt, diesen Weg habe ich mir auch offen gelassen. Falls es mich danach dürsten sollte, irgendwann mal studieren zu gehen, dann kann ich das machen, ja. Ist wirklich relativ frei. Das finde ich auch schön, dass ich das gemacht habe parallel und jetzt die offene oder die freie Wahl dazu habe tatsächlich, ja. Und nicht erst noch diese Berufsmatura nachholen muss, weil die geht dann auch ein Jahr. Und ja, also das heißt, ich habe mir die Wege offen gelassen, praktisch alle, habe mir keine Wege zugebaut. Das ist extrem wichtig, meiner Meinung nach, dass man sich da keine Wege wirklich fahrlässig zubaut, sondern einfach alles offen hält, auch wenn man einen bestimmten Weg einschlägt. Das habe ich so ein bisschen gemerkt. Und ja, grundsätzlich sehr, sehr zufrieden mit dem Ganzen, wie ich das gemacht habe. Für die Leute, die sich vielleicht interessieren für eine Informatikausbildung, ob das jetzt Systemtechnik ist, Applikationsentwicklung oder sonst was. Also es lohnt sich ja, aber meiner Meinung nach muss man wirklich auch so ein bisschen die Affinität dazu haben oder das einfach auch mögen. Das reicht eigentlich schon, wenn man das mag. Ich habe aber schlussendlich, wollte Informatiker werden, ja, weil ich gedacht habe, da geht es um Videospiele, ja, solche Sachen, man ist da die ganze Zeit am PC, keine Ahnung was. HTML konnte ich schon, bevor ich in die Ausbildung gegangen bin, aber so grundsätzlich habe ich mir gedacht, das wird sicher cool. Schlussendlich ist es komplett anders geworden, als ich mir das erwartet habe, ja, aber es ist trotzdem dennoch sehr cool geworden, wenn ich da jetzt zurückdenke an diese Zeiten, die sind jetzt auch schon bald 3 Jahre her. Finde ich immer noch super geil, die ganze Ausbildung und würde ich so wieder machen, wenn ich die Wahl hätte tatsächlich, ja. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin da ein bisschen ins Detail gegangen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, hoffentlich nicht. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche spezifischen Fragen habt zu einem Thema, das ich jetzt nicht angesprochen habe oder zu wenig angesprochen habe, eurer Meinung nach. Und eben, das könnt ihr unten einfach reinschreiben oder mir eine direkte Nachricht schreiben auf Instagram oder eine Mail schreiben. Da antworte ich auch gerne drauf. Und ansonsten schaut doch gerne auf meinem Blog vorbei, www.sparkoyote.ch. Da kommen regelmäßig Beiträge alle 3 Tage. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschö, Leute.